So, wir beginnen mit dem Brot aus dem Ofenmeister. Dazu habe ich hier wieder einen Teig in der mittleren Edelstahlschüssel. Was ihr hier seht, was ich total toll finde, das Kondenswasser sammelt sich hier oben im Deckel und tropft nicht auf den Teig hinab. So habt ihr keinen schleimigen Teig, wie das sonst immer ist, wenn ihr einen Deckel drauf habt und das Wasser dann auf den Teig flutschen kann. So, der wäre hier. Bisschen Mehl auf die Unterlage. Und ihr seht hier, wie schön elastisch der Teig ist. Also ganz toll. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir dem Teigling Spannung geben. Und das machen wir, indem wir ziehen und falten. Ziehen und falten. Ziehen und falten. Und das machen wir so lange, bis der Teigling eine schöne Spannung hat. Wenn ihr keine großen Luftblasen haben möchtet, könntet ihr jetzt hier auch noch mal den Teigling etwas zusammendrücken. So, jetzt drehen wir den um und geben ihm noch eine schöne runde Form. So, schon fertig. Dann nehmen wir jetzt hier unseren meinen Ofenmeister. Der Patina ist super, deswegen kommt jetzt einfach etwas mehr rein. Gibt auch nicht nur ist es schön, gut, dass es nicht anklebt, sondern gibt auch eine wunderbare Bäckeroptik. So, dann nehme ich meinen Teigling, der auch noch ein bisschen klebt. Hau den da rein. Ach, jetzt wollte ich euch mal zeigen. Seht ihr, wenn ich hier mit dem Finger jetzt reingehe, kommt der Teig wieder hoch. So, und jetzt kommt die Verzierung. Hier liebe ich einfach unseren Streufix, weil ich hier so richtig schön das Mehl auf den Teig machen kann. Ganz, ganz fein. So, und jetzt nehme ich mal ein scharfes Messer. Das könnt ihr auch mit anderen Sachen machen. Und dann können wir uns hier jetzt ein schönes Muster reinmachen. Wer die Wahl hat, ne? Nochmal eine Ehre. Dazu einmal längs aufschneiden und die Ehrenstränge. So, das war's schon. Dann kommt der Deckel drauf und in den kalten Ofen. 230 Grad, Ober-Unterhitze, eine Stunde. So, seid ihr gespannt? Tada! Schön, oder? Finde ich auch. Ja, Pleiten, Pech und Pannen. Manchmal passiert das, wenn das Brot so schön aufgeht, dass ich es nicht mehr rauskriege. Ist aber gar kein Problem. Wir lassen es mal ganz kurz stehen. Da kommt dann einfach der kleine Servierheber ins Spiel. Schon ist es gelöst. Das ist nämlich das Problem, wenn es so krass aufgeht, dann braucht es ja irgendwo Platz und dann breitet sich aus, der dicke Kerle. Und dann wird es halt nicht ganz so rausflutschen. Aber da ist das Teil jetzt. Wunderschön. Klopfprobe. Passt. Schön holen. So sieht jetzt das Schätzle aus. Ganz wild aufgegangen, dadurch, dass ich sehr tief eingeschnitten habe. Aber mir gefällt es so. Schaut mal. Knusper, knusper. Das darf jetzt hier auskühlen. Übrigens finde ich da das Kuchengitter mega praktisch, weil dadurch, dass es so hoch ist, wird mein Brot nicht feucht und kann viel schneller auskühlen.